Hallihallo. Heute mal eine Möglichkeit, auch für etwas unerfahrene User. Unter Ubuntu 12.04 Precise bin ich hier im Moment in der Beta-Version. Auch mal den Desktop anders einzustellen, ohne sich direkt mit Compis und so weiter zu beschäftigen. Hier sind wir unter Ubuntu 12.04 LTS und ich zeige euch mal, was ich da gefunden habe. Und zwar findet ihr im Software Center MyUnity. Das schreibt ihr als ein Wort. MyUnity findet dieses Programm und könnt es installieren. Nachdem ihr es installiert habt, könnt ihr es starten. Hier oben einfach MyUnity eingeben, also MY, MyUnity. Und dann startet sich das Programm. Hier haben wir es dann. So sieht's aus. MyUnity 3.0 im Moment zu diesem Zeitpunkt. Und hier können wir dann die Einstellung vornehmen. Hier zum Beispiel die Background-Farbe des Launchers. Ne? Also das hier, der Unity Launcher. Das ist der Launcher, das da oben ist das Unity Panel. Unity Launcher, da können wir dann zum Beispiel die Hintergrundfarbe ändern. Eine andere Farbe. Ich nehme jetzt extra mal extreme Farben, damit man das hier ein bisschen sieht. Hintergrundfarbe, jetzt ist es rot. Ja. Die Transparenz kann man hier mal eben umstellen. Ja, dass man hier durchschauen kann, ist transparent. Die Größe der Symbole mal eben umstellen. Gut, das kann man mittlerweile auch übers Menü Hintergrund der Arbeitsfläche ändern und dort finden wir dann auch hier die Möglichkeit, die Größe zu ändern. Das ist das gleiche. Gut, hat man hier aber auch nochmal eingebaut. Backlights on oder off, das geht dann hier um die Transparenz der Symbole. Icons on, Icons off, dann sind die durchsichtiger. Ich setze das mal wieder auf schwarz, denn das Rot sieht echt übelst aus. Okay. So, jetzt seht ihr es besser. Jetzt sind die Symbole transparent. Behavior Fixed ist der Launcher. Hier bleibt immer sichtbar, fixed oder hidden. Dann verschwindet er. Ne? Und wenn ich dann was maximiere, sieht man den wieder. Fixed Mounted Show Devices. Nur die Laufwerke, die im Moment eingehängt sind, zeigen. Oder Always. Ich habe noch zwei weitere Laufwerke. Jetzt werden die angezeigt, auch obwohl die gar nicht eingehängt sind. Brauche ich da nur draufklicken. Das ist doch auch nett. Mounted. Gut. Der Dash. Der Dash ist das Ding hier. Ne? Der hier. Der könnte mal umgestellt werden, dass der nicht die zuletzt benutzten Applications anzeigt, kann man nicht von on auf off schalten, oder verfügbare Anwendungen anzeigen, on oder off. Ich glaube aber, die Einstellungen werden erst nach dem Neustart aktiv, da konnte ich jetzt noch keinen Effekt sehen. Dash Size, mal eben umstellen, dass der wie ein Netbook funktioniert, das heißt, dass der Dash maximiert ist, dass er also den kompletten Bildschirminhalt annimmt. Das passiert normalerweise nur auf Netbooks, also kleinen PCs. Auf einem normalen Desktop-PC ist es so, dass der Dash normalerweise nur einen Teil einnimmt. Gut. Dann das Panel. Mal eben die Transparenz des Panels ändern. Transparenz 0, dann ist es knackig schwarz. Transparenz volle Pulle, dann ist es Transparenz. Und mit dem Maximize Toggle kann man das Ding auch noch dazu kriegen, dass der Rand verschwindet. Desktop. Hier kann man auch mal einstellen, ob man das Laufwerksymbol für sein Home-Verzeichnis haben möchte oder für das Netzwerk, Devices, den Mülleimer. Zack, da ist der Mülleimer. Und kann hier solche Dinge einstellen. Zum Beispiel hier auch für den Cube horizontaler Desktop Size und vertikaler Desktop Size. Seht ihr auch hier 1, 2, 3, 4. Kann man jetzt umschalten von horizontal auf 3. 1, 2, 3. Stört euch nicht daran, dass hier mal 2 drin zu sehen, denn ich habe 2 Monitore. Also es sind 1, 2, 3 mal 2. Das kann man hier umstellen. Für den Cube wäre das dann 4 und 1, wenn man den Cube demnächst mal einstellen will. Jetzt seht ihr natürlich, jetzt habe ich nur noch eine Reihe. Deshalb sind jetzt die Applikationen verschwunden, die eigentlich da unten waren. Die sind jetzt auf den neuen Desktops gelandet. Gut, kann man hier alles schön einstellen. Window Animations an oder auf. Den Font habe ich jetzt mal größer gestellt. Das sieht doch pfiffig aus. Hier habe ich einfach mal den Window-Titel umgestellt. Hier kann man anklicken, kann sich dann ein neues
neue Schriftgröße aussuchen, neuen Font. Und der Franz jagt im verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Ja, gut. Themes. Hier habe ich schon das Advaita-Theme für hier oben, für den Bildschirmrand genommen. Hat man verschiedene andere Themen noch installiert, dann kann man das noch umstellen. Zum Beispiel Radiance oder nehmen wir mal Angry Gorilla, da sieht man es natürlich schon, kann man das Thema umstellen. Und die Icons kann man auch umstellen vom persönlichen Ordner. Die habe ich hier im Moment schon auf das Shiki-Thema umgestellt, auf dem Shiki Brave. Obwohl diese Liste nicht ganz korrekt ist, hier sind teilweise auch Themen drin, die haben was mit dem Cursor zu tun. White Glass ist zum Beispiel ein Cursor, also ein der Pfeil von der Maus, ne? Nur Red Glass, Pfeil von der Maus, das kann man hier umstellen. Zack, jetzt habe ich hier schon was anderes. Habt ihr diese Dinge nicht, dann gegebenenfalls mal im Software Center nach Shiki Colors oder genau Colors suchen. Ubuntu Mono Dark, Ubuntu Mono Light, Low Color und so weiter. Könnt ihr hier dann schnell mal eben umstellen. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.